Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr den Fritz WLAN Repeater 600 mit einer Fritzbox verbindet. Wir zeigen euch dabei zwei Methoden. Einmal die Knopfdruckmethode per WPS und einmal die Variante ohne WPS über die Benutzeroberfläche. Als erstes steckt ihr den WLAN Repeater in eine freie Steckdose in der Nähe eures Routers. Wartet circa eine Minute, bis sich das Gerät gestartet hat. Wenn die LED langsam grün blinkt, kann es losgehen. Drückt und haltet den Connect-Knopf für ca. 6 Sekunden, bis die LED schneller blinkt. Lasst dann den Knopf wieder los. Drückt dann innerhalb von 2 Minuten den Knopf Connect WPS für ca. 1 Sekunde, bis die LEDs an der Fritzbox blinken. Hier dazu ein Hinweis. Habt ihr ein älteres Modell, wie zum Beispiel eine Fritzbox 7490, müsst ihr den WLAN WPS-Knopf für ca. 6 Sekunden gedrückt halten. Nach ca. 30 Sekunden steht die Verbindung und die LED am Repeater leuchtet dauerhaft grün. Je nach Konstellation kann es bei euch etwas länger dauern. Er hat nun die Daten vom Router übernommen. Kurzer Blick noch in den Router. In der Fritzbox wird der Repeater nun auch unter Heimnetz angezeigt. Die Benutzeroberfläche des Repeaters erreicht ihr, wenn ihr auf den Eintrag klickt. Das Gerätepasswort ist das der Fritzbox. Es wurde ebenfalls übernommen. Auf der Übersichtsseite seht ihr alles im grünen Bereich. Ihr könnt ihn nun aus der Steckdose herausziehen und an anderer Stelle wieder einstecken. Die Daten bleiben gespeichert und der Repeater verbindet sich innerhalb von 2 Minuten wieder mit dem Router. Die ideale Position des WLAN-Repeaters befindet sich ungefähr auf halbem Weg zwischen Router und dem Bereich, wo das WLAN erweitert werden soll. Achtet dabei auf die LED. Grün bedeutet alles okay, orange bedeutet schwaches WLAN. Orange blinkend bedeutet keine WLAN-Verbindung. In den letzten beiden Fällen muss der Repeater an eine Position gesetzt werden, die sich dichter beim Router befindet. Zum genauen Justieren gibt es die Fritz WLAN-App. Kommen wir nun zur zweiten Methode. Der Repeater steckt bereits im Strom und hat sich gestartet. Das Gerät baut zu Anfang ein eigenes WLAN auf, mit dem ihr euch verbinden müsst. Den richtigen Netzwerkschlüssel findet ihr auf der Rückseite der Kurzanleitung. Das Verbinden kann einen kleinen Moment dauern. Verbindung steht. Startet nun euren Browser und gebt fritz.repeater in die Adresszeile ein. Ihr werdet aufgefordert, ein Passwort zu vergeben. Tragt es in das Feld ein und klickt auf OK. Im nächsten Schritt müsst ihr es gleich mal eingeben. Willkommen im Einrichtungsassistenten des Fritz Repeaters. Hier klickt ihr auf Weiter. Zugangsart ändern können wir hier nicht, es ist nur WLAN-Brücke möglich. Wieder auf Weiter. Wählt nun das Funknetzwerk aus, das ihr erweitern wollt. Setzt dazu vorne entsprechend den Haken. Ihr könnt dabei nur eins auswählen. Klickt anschließend wieder auf Weiter. Als nächstes werdet ihr aufgefordert, den WLAN-Schlüssel des zu verstärkenden Netzwerks einzugeben. Klickt nach der Eingabe wieder auf Weiter. Dann folgt noch eine kurze Übersicht der Eingaben, die ihr dann mit dem Klick auf Fertigstellen bestätigt. Hier noch der Hinweis. Falls ihr Mesh aktivieren wollt, solltet ihr euch diese Meldung der Fritzbox durchlesen. Falls euch das bekannt vorkommt, habt ihr recht. Um Mesh zu aktivieren, müsst ihr den Repeater mit der Methode verbinden, die wir bereits im ersten Teil dieses Videos gezeigt haben. Falls ihr das nicht wollt, könnt ihr das Ganze jetzt abschließen und den Browser schließen.
Ich logge mich nochmal auf der Fritzbox ein. Wenn wir nun unter Heimnetz und Mesh schauen, sehen wir, dass sich der Repeater mit der Fritzbox verbunden hat, sich aber nicht im WLAN Mesh befindet. Das nur als letzter Hinweis. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.